Hallo NES-Freunde und NES-Freundinnen, ich zocke alle NES-Games von A bis Z und heute ist dran Miss Pac-Man. Und wieder mal habe ich herumgestöbert und ein wunderschönes Werbevideo von Mrs. Pac-Man gefunden. Ziehen wir uns das mal rein und dann schauen wir uns das Game an. Hey Joey, what's she really like? She's the most exciting woman I ever met. Atari introduces the woman of the year, Ms. Pac-Man. Just like the arcade classic, four different game screens, floating fruit, even pretzels. Honey, don't you know, I'm more than Pac-Man with a bow. Reach for... Großartig, ganz großartig finde ich das. Ich mag immer diese alten Werbevideos zum Videospielen. Ich weiß nicht, ob ihr da auch so drauf steht. Schreibt mir mal einen Kommentar. Also wenn es uns gibt, versuche ich das immer rauszusuchen. Es gibt ja nicht zu allen Games, nur zu den bekannteren, zu den größeren Produktionen immer was. Ja, gut. Hüpfen wir mal rein. Miss Pac-Man, keine Ahnung, habe ich das schon mal gezockt? Ich glaube fast nicht. Schande über mich. Aber jetzt gibt es grünen Screen, alles wird besser. Noch coolere Levels. Miss Pac-Man hat eine Schleife. Und man versucht jetzt nicht irgendwie das Zielpublikum zu ändern. Man versucht hier nicht irgendwie Mädchen anzusprechen mit Miss Pac-Man. Nein, man versucht mit der Werbung Jungs anzusprechen. Nämlich Miss Pac-Man ist einfach so cool und hübsch. Arg, so, ich bin schlecht in Pac-Man, Leute. Habe ich schon gesagt, dass ich schlecht in Pac-Man bin? So, da. Ich weiß nicht, gibt es irgendjemanden, der das Video sieht und Pac-Man nicht kennt? Es geht darum, alle Punkte zu fressen und selbst nicht gefressen zu werden. Und wenn man extra einsammelt, dann kann man die Gegner auffressen. Nicht dieses extra. Nicht bei diesem extra. ich muss zuerst alle Punkte auffressen. So. Start ist Pause, Select bringt nichts wie erwartet. Und ich glaube, ich habe mein letztes Leben hier ich muss von neu anfangen. Okay, volle Konzentration. Jetzt wird richtig Miss Pac-Man gezockt. Es gibt auch einen Zwei-Spieler-Modus. Vielleicht mache ich den auch mal. Ich habe da jemanden, der unbedingt mal ein Zwei-Spieler-Let's Play aufnehmen möchte. Ihr könnt euch überraschen lassen. Ich werde es demnächst mal aufnehmen. Vielleicht gleich mit Miss Pac-Man. Wer weiß. Die Kirsche. Ah, eine Kirsche verfehlt. Schnell weg hier. Und eingesperrt und tot. Richtig mies. Okay, ich muss doch wenigstens ein Level schaffen, Leute, oder? Ist schon ein bisschen in der Niederlage. Aber ich vergesse immer, dass ich eigentlich die Richtung wechseln kann. Also ich kann hier rausgehen und komme da drüben rein. Darauf vergesse ich immer sehr gerne. Das war beim Original Pac-Man, glaube ich, auch schon so. Ah, da ist eine Kirsche. Aber nicht zu gierig nach der Kirsche sein, weil sonst ist der Tod sicher. Und jetzt sind die jetzt kann ich die Geister gleich fressen, oder? Ja. Schnell auch aufreißen, die Geister. Ja, und... jetzt wieder flüchten. Und ach, der ist da von der Seite reingeflankt, die verdammt. Okay. Noch ein paar Punkte fehlen noch. Nur noch ein paar Punkte fehlen. Das muss doch möglich sein. Jetzt bricht da ein Idiot hier aus. Ach, ich muss hier schleunigst weg. Mal hier rüber. Noch ein verdammter Punkt. Come on. Yeah. Level hier. Okay, es geht weiter. Mal schauen, ob ich Level 2 auch noch schaffe. Jetzt könnte ich sie fressen. Nein, ich bin zu langsam. Das war nichts. Ah, ich sollte diese Teile vielleicht nur aufnehmen, wenn ich auch fressen kann. Vielleicht sollte ich die herlocken und dann fressen. Das mal. Jawohl. Ach, die flüchten ja von mir. Die sind ja richtig intelligent. Nein. Ach, schnell weg. Fast weggefressen, das Zeug hier. Ich muss hier... Nein, die killen mich. Oh Gott, Miss Pac-Man ist tot. Arcade?
Arcade hart. Mach mal Arcade. Was ist Arcade? Arcade muss ich dann einen Euro reinwerfen. Ah nein, hier wechsle ich einfach nur den Schwierigkeitsgrad. Okay. Machen wir mal hart. Nicht, dass ich so gut wäre, aber probieren wir einfach mal hart. Wie schnell gehe ich bei hart drauf? Ist das Spiel nur schneller oder tut sich da wirklich irgendwas? Schauen wir mal. Dann muss man mehr diese Punkte hier aufheben. Ich lasse den hier rankommen und dann wird weggebrezelt hier, was das Zeug hält. Ihn auch noch. Der spawnt und kann mich killen. Okay. Damit habe ich ihm nicht so gerechnet. Nicht ganz so aufgegangen. Ich bin gefreut, weil alles wird weggefressen hier. Und dann so ein Mist. So, da. Nein, da flüchtet. Die flüchten hier alle. Die sind alle super intelligent. Wahnsinn. Pac-Man KI. Für Alexa. Damit Alexa ein bisschen intelligenter wird. Ich weiß nicht, ob ihr sowas zu Hause habt. Aber ich denke mir immer, das Ding ist so strunzdumm, dass man noch keine Angst haben muss vor der KI. Nein, weg. Ach, tot. Der sichere Tod lauert hinter der Mauer. Okay. Ich habe noch ein Leben. Mal schauen, ob ich das verwandeln kann. Hört sich ja schon mal an wie bei Fußball hier. Schnell weg hier. So, da. Ich muss hier rauf. Nein. Come on. Yeah, hart, Leute. Erstes Level auf hart. Richtig gut. Jedes NES-Game mindestens 10 Minuten ist hier das Format und ich bin gerade bei Minute 7. Warum weiß ich das? Weil, ich weiß nicht, ich bin nicht so der große Pac-Man-Fan, muss ich schon sagen. Also, wenn ich auf die Uhr schaue, heißt das jetzt nichts Gutes. Das heißt jetzt nicht, dass ich... Mist, ich hab's verkackt, ich hab nichts gefressen. Das heißt, ich werde gefressen. Fressen oder gefressen werden. So läuft das hier ab. Und ich werde ziemlich viel gefressen. Ziemlich viel. Okay, wir sind bei Minute 7. Es geht noch eine Runde. Mal schauen, Wetten werden abgegeben. Wie weit schafft es diesmal? Schafft es in Level 3 oder nicht? Geht es denn drauf? Niemand weiß es. Wir werden es erfahren in diesem Let's Play. Und ich rede wieder ziemlich viel Blödsinn. Das macht aber nichts, weil ihr habt gehört, bei Let's Plays soll man reden. Ich kann mich noch erinnern bei meinem ersten Let's Play. Zelda, erster Teil am NES, könnt ihr euch mal anschauen. Gott, ich habe so oft vergessen, irgendwas zu sagen. Das war echt furchtbar. Ich hätte vielleicht mal 10 Folgen aufnehmen sollen. Bevor ich was veröffentliche. Ja, habe ich nicht getan. Ich habe instant losgelegt. Und ich hatte richtig Bock auf NES-Games. Dann hat sich natürlich nichts geändert. Habe immer noch richtig Bock auf NES-Games. Aber ich glaube, die Qualität ist ein bisschen besser geworden. Boah, genau jetzt. Verdammter Mistdreck. Okay, genug Meta-Gequatsche über Let's Plays. Wobei, nein, nicht genug Meta-Gequatsche. Ich kann auch ein bisschen mehr Meta-Gequatsche machen. Ich habe gemerkt, wenn man meine Videos in Full HD schaut, ist meine Facecam jetzt nicht so crunchy, wie sie sein könnte. Und das geht natürlich gar nicht. Das muss immer alles schön crunchy sein. Und schon wieder aufgefressen. So. Dreck hätte ich ausweichen müssen nach links. Ja, und wir haben mal eine bessere Webcam hier checken. Damit alles so ist, wie ich es gern hätte. Ist mir lange nicht aufgefallen, weil ich auf keinem HD-Monitor zocke, sondern auf dem stinknormal. Und nicht in voller Größe. Die meisten Leute schauen das sowieso wahrscheinlich am Handy und deswegen ist ihnen die Auflösung wahrscheinlich auch blunzen wurscht. Zumindest von der Facecam. Aber falls das irgendjemand bemerken sollte, es geht noch besser und es wird auch noch besser. Ja, an den Ton möchte ich natürlich auch noch weiter schrauben. Ah, Ton, weiß nicht, Ton ist nicht erträglich. Warum zum Geil habe ich das jetzt eigentlich überlebt? Das würde ich gerne wissen. So, da Miss Pac-Man, friss dich fett.
Miss Pac-Man frisst sich fett. So will ich das so. Warum haben sie das Spiel nicht genannt? Miss Pac-Man frisst sich fett. Ugh. War ein Controller-Fehler. Also ich habe eigentlich nach unten gedrückt, aber ich habe wieder mal meinen Retro-Controller nicht aufgeladen. 10 Minuten, sind wir 10 Minuten. Geht noch eine Runde. Ich mache noch eine Fahrt, wir sind bei genau 10 Minuten. Und ich hätte eigentlich schon noch Bock auf kleine Runde Hart geht noch. Kleine Runde Miss Pac-Man auf Hart. Volle Konzentration. Also ein bisschen weniger Blödsinn labern. Dann klappt's auch mit Mrs. Pac-Man. Okay. Und der oben dachte, die fresse ich auch noch. Die fresse ich noch. Und jetzt flüchten und gleich wieder fressen. Ah, da flüchtet dieser Schurke. Wieder einfach mitkommen. Okay. Jede Menge weggefressen hier. Das geht sich aus. Ich hole mir hier das extra und fresse hier die ganzen blöden Geister weg. Alles weggefressen hier. So. So. Schnell weg hier. Immer schön in Bewegung bleiben. So, da. Jetzt holen wir uns da noch. Come on. Ja, weg. Weg mit dir. Nein, komm. Ich dich friss. Ach, den wollte ich noch fressen. Man dachte, das geht sich aus. Warum bleib ich stehen? Ich trottel. Come on. Ich möchte die noch. Das Level möchte ich noch finishen. Ich bemühe mich. So, jetzt irgendwie noch nach oben kommen. Irgendwie nach oben kommen. Nein, ich wechsle das mit. Wow. Richtig knapp. Nein, das war einfach nur dumm. Ah, wieso habe ich noch ein Leben? Ich dachte, ich bin tot. Hey, verdammt, ich habe noch ein Leben. Okay, ich habe noch ein Leben. Ich nutze mein Leben. Ich gehe da noch cool auf die Seite. Hol mir das hier oben. Trickst du dir voll aus? Nein, ich trick dir nur aus. Die killen mich einfach weg. Okay. Fett aufgefressen worden bei Miss Pac-Man. Miss Pac-Man hatte 10 Kilo mehr, weil ich so viele Punkte gefressen habe. Aber das schadet nicht. Miss Pac-Man ist der Hit, wie wir alle wissen, aus dem Werbevideo. Alle Kids stehen auf Miss Pac-Man. Aber nur männliche. Laut Werbung, nur männliche Kids stehen auf Miss Pac-Man. Gut, genug gerantet über alte Werbung. ja, lasst mir einen Kommentar da, wenn ihr wollt. Keine Ahnung. Schreibt mir was über Miss Pac-Man und wie ihr alte Werbung so findet. Habt ihr es damals gespielt? Ich nicht, wie ihr seht. Ich habe es jetzt zum ersten Mal gezockt. Über einen Daumen hoch freue ich mich natürlich auch. Und wenn ihr mehr sehen wollt, ein Abo da lassen. Regelmäßig NES-Games in euer Postfach. Zumindest so lange, bis ich alle durchgespielt habe. Und da bleiben noch 300 Games oder so habe ich noch vor mir. Also Leute, dranbleiben, immer schön dranbleiben. Ciao, ich bin raus.